Und ich habe einen Track gemacht, eine Ballade, die heißt Stefan Eckert. Noch nicht, warte kurz. Und wenn ich sage Stefan Eckert, sagt ihr Everyday I'm Hustling. Wir machen das mal hier so zur allgemeinen Auflockerung. Stefan Eckert. Ist ja Wochenende, kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen, hab keinen Bock zu hassen. Okay, let's go, Figo. Stefan Eckert. Wenn ich sag Stefan, sagt ihr Eckert. Stefan, Eckert. Stefan, Eckert. Wenn ich sag Stefan, sagt ihr Eckert. Stefan, Eckert. Stefan Eckert ist mein bürgerliches Notfallprogramm. Er ruft dich an und dreht dir eine Versicherung an. Stefan Eckert hat für dich Großkonvention. Schau mal lang am Telefon, nur für seine Provision. Von Montag bis Freitag, jeden Monat. Stefan Eckert und die Macht der Gewohnheit. Der Leitfaden ist eine große Liebe. Stefan Eckert lebt nur für die Terminakquise. Er ist immer schon vernünftig geblieben. Beginnt die Arbeit um 9, er kommt pünktlich um 7. Seine Devise vor dem Mittagessen: mindestens 3 Termine, sonst bekommt er die Krise. Stefan Eckert packt sich Kekse zum Nikolaus. Schneidet auf fette Zette aus der Brigitte aus. Bei Stefan Eckert ist alles im Butter. Er ist 42 Jahre alt und lieb bei seiner Mutter. Wenn ich sag Stefan, sagt ihr Eckert. Stefan Eckert. Stefan Eckert. Wenn ich sag Stefan, sagt ihr Eckert. Stefan Eckert. Stefan Eckert. Stefan Eckert. Stefan Eckert. Stefan Eckert hatte schon mit 6 einen Bausparvertrag. Er geht 7-mal im Jahr zum Zahnarzt. Er trinkt ein Helm beim Fahrradfahren. Sein Handy hängt an der Jeans wie ein Kunde. Abgefahren in der Videothek. Siehst du ihn aus, denn Stefan Eckert. Kumpel mit Michael Dudikoff. Er ist ein richtiger Karrieretyp, der nur vor einem Termin Sekretäre bemüht. Kollegen meiden ihn, lassen es in Spinnen, er verpetzt sie beim Chef, wenn sie Privatgespräche führen, dass das hinterhältig ist. Stefan denkt das nicht, geht es um den Abschluss, denkt er nur an sich. Arschkriecherei ist seine Leidenschaft, ihm geht einer ab, wenn der Chef zu ihm sagt, das hast du fein gemacht. Seine Augenlider zucken, wenn er nervös ist. Stefan hält Christian Lindner für den Größten. Wenn ich sag Stefan, sagt ihr Eckert. Stefan, Eckert. Stefan. Und jetzt alle, wenn ich sag Stefan, sagt ihr Eckert. Stefan, Eckert. Stefan, Eckert. Wenn ich sag Stefan, sagt ihr Eckert. Stefan, Eckert. Stefan, Eckert. Stefan, Eckert. Stefan. Hier ist die Geschichte vom Prinz von Nightcare. Denkt, diese Welt wäre nur ein scheiß Nightmare. Er ist ein Vollbart, Minimal Gangster, BWL-Student mit Abo auf die Mensa. Immer mit zum Greencamp, wäre gerne Skater, Lifestyle Laser, Attitude Faker. Basmati, Sushi und Wasabi, beim Hitmasiak, direkt aus Nagasaki. Er ist Twitchalistic, Hipsteristic, Hinterlistic, undurchsichtig, süchtig. Ketamin, der Berlin Dream. Zweit eine halbe Nase zieht, Charlie Jean. Im Club High Fives, Style um jeden Preis. Alles, was er weiß, hat er aus der Weiß. Eigene Ideen gibt es leider wenig. Von 9 Projekten klappen 10 eh nicht. Der Prinz von Nightmare.